Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. So, der DAX. Der DAX ist ein ganz schönes Miststück gewesen in diesem Jahr. Sie sehen, V-Tops, V-Böden, schnelle Richtungswechsel, große Bewegung, dann mal wieder eine Dümpelphase. Aber meistens diese schnellen Richtungswechsel, die dann sogar über charttechnische Widerstände hinausgehen, nur um dann doch wieder einzuschlafen. Sie sehen hier diesen großen Fehlausbruch nach oben oder diesen kleinen hier. Dann diesen Ausbruch nach unten. Da muss ich gerade entscheiden, ob das ein Fehlausbruch wird und wir dann eine Kurserholung bis etwa 9.500, im Extrem sogar 9.800 sehen. Oder ob das nur eine Pullback-Bewegung wird an diese gebrochene Unterstützungszone. Das ist jetzt eine Widerstandszone, 8.900 bis 9.070 in etwa. Hier oben sind dann noch mehr Widerstände, die lassen wir jetzt immer außen vor. Wichtig ist, ob es der DAX schafft, diese Widerstandszone zurückzuerobern. Wenn ja, dann ist der Weg frei, theoretisch frei, für eine größere Kurserholung, wie gesagt, mindestens 9.500. Am Abwärtstrend wird dies dennoch nichts ändern. Der ändert sich erst oberhalb von 9.900 Punkten und dann sind wir vom Tief bei 8.350 schon ein ganzes Stück weg. DAX-Anlage ist derzeit reines Glücksspiel. Sie wissen nie, welche Launen die Marktteilnehmer gerade mitbringen und wie weit so eine Bewegung reicht. Sie wissen aber eines, wir haben hier übergeordnet seit dem Frühsommer einen Abwärtstrend, der sich gerade etabliert. Der ist unterm Strich noch relativ moderat, aber wenn es dem DAX nicht gelingt, wenigstens auf 9.100 Punkte zu steigen, dann kann der sehr heftig werden, denn dann muss ich das Kursgeschehen seit Jahresbeginn als große Topbildung auffassen mit einem bestätigten Rücksetzer und was danach kommt, wäre ein Crash mit einer 7 an erster Stelle als Mindestziel. So, beim DAX gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, auch auf kurze Sicht. Entweder der Bursche bringt jetzt richtig Aufwärtsdynamik rein und steigt direkt über 9.100. Dann hätten wir eine kurzfristige Entspannung der Chartsituation. Wir würden weitere Short-Eindeckungen sehen und wie gesagt, Kursziel der Erholung ungefähr 9.500. Die bärische Variante ist, der DAX scheitert trotz des gestrigen der gestrigen Überwindung der 8.900er Marke dennoch in dieser relativ breiten Widerstandszone und bricht dann nach unten durch und dann geht es in Richtung crashartiger Abverkauf. Ein mittelprächtiges Szenario wäre, dass er nur die 8.350 nochmal testet, dort einen stabilen Doppelboden ausbildet und dann ansteigt und dann hätte er sogar die Chance, diesen beginnenden großen Abwärtstrend hier nach oben aufzuhebeln gegen Jahresende. So. Was macht er, Kollege? Sie sehen das hier. Ja, dieses Gebilde hier, ich ziehe Ihnen das mal ein bisschen breiter, dann sieht es besser aus. Dieses Gebilde hier ist ein bärischer Keil. Bis jetzt. So, und die Dinger sind Verschnaufpausen vor neuen Verkaufswellen. Dazu dürften wir jetzt keine weitere Stärke sehen, sondern hier einen schönen langen Docht heute hinterlassen als Tageskerze. Und ab morgen spätestens dann eine lange rote Tageskerze, Ausbruch nach unten. So ab 8.640, wenn er da drunter geht, wird es langsam klar, dass er nach unten will. Und dann haben wir nur noch das mittelprächtige und das ganz schlechte Szenario. Also mittelprächtig Test 8.350. 8.350 hält, stabiler Doppelboden wird ausgebildet und richtig großer Anstieg. Oder das ganz schlechte Szenario, der fällt unter die 8.350 durch und ja, schier ins Bodenlose. Die beiden Szenarien haben wir momentan und so wie es bis jetzt aussieht, tendiert das Ganze in Richtung Durchrutschen nach unten momentan. Das kann sich noch dreimal ändern bis zum Handelsschluss, deshalb ist der Handelsschluss auch wichtig. Dieses beginnende Kaufsignal im MACD macht ein bisschen Mut. Der gestrige Tag mit Schlusskurs über 8.900 ebenfalls, aber eben nur ein bisschen, das reicht noch nicht aus. Also beim DAX bleibt es sehr spannend, wenn ich das Ganze bullisch lesen wollte.
Das kann ich momentan auch noch. Dann haben wir hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Boden-Formation. Ein Anstieg nach oben, kurzer Pullback. Und da müsste heute allerdings hier eine lange grüne Tageskerze stehen und Schlusskurs möglichst im 9100er Bereich. Dann sind die Chancen auf eine direkte Erholung Richtung 9500, vielleicht 9600 durchaus erhöht. Insofern kommt dem heutigen und dem morgigen Tag eine extrem hohe Bedeutung zu. Morgen haben wir auch wieder Wochenschluss, dann werden wir auch eine aussagekräftige Wochenkerze sehen. Und ja, dann haben wir wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung, ob der Bursche wieder nach unten durchbrechen möchte oder doch noch ein paar Tage in der nächsten Woche steigt. Am US-Markt sieht es derzeit auch wieder nach dem Rücksetzer aus. Und Sie wissen, wenn der US-Markt zurücksetzt, dann fällt der DAX ins Koma. Das ist ein ganz neuralgischer Punkt, an dem der S&P 500 gestern gescheitert ist, nämlich diese kurzfristige Abwärtstrendlinie unterhalb dieser gebrochenen langfristigen Aufwärtstrendlinie. Der S&P 500 Index hat es zwar geschafft, die 1905er Marke zurückzuerobern, und das ziemlich dynamisch. Das ist ein Achtungssignal der Bullen gewesen, aber das ist erst die halbe Miete. Auch diese Abwärtstrendlinie hier muss gebrochen werden. Wenn er das schafft, dann sind die Chancen schon sehr hoch, dass wir hier einen V-Boden sehen und uns dann in Richtung Jahresendrallye begeben, wobei die dann nicht sofort einsetzen wird, sondern wir werden hier sicher eine sehr volatile Zeit erleben in den nächsten 2 bis 4 Wochen. Im besten Fall fällt der Index nicht mehr unter 1900 Punkte, sondern macht hier eine, ja, am besten ein Dreieck oder irgendeine eine bullische Konsolidierungsformation, bevor er sich dann in die Jahresendrallye begibt. Im mittelprächtigen Fall fällt der Index tiefer zurück, ohne diesen Boden bei 1820 nochmals zu unterschreiten. Dann sehen wir wahrscheinlich eine etwas längere volatile Bodenbildungsphase. Im schlimmsten Fall bricht die 1820 und der Index fällt deutlich unter diese Marke zurück. Auch das Szenario ist derzeit absolut drin, und dann muss man sich wirklich Gedanken machen, ob hier eine größere Korrektur oder gar ein Bärenmarkt startet. Vom Bärenmarkt gehe ich nicht aus, weil das ganz langfristige Bild noch positiv aussieht, auch unter 1820 Punkten noch, aber eine größere Korrektur im Ausmaß von 20% und die würde dann auf etwa 1600 Punkte führen, die wäre durchaus möglich. Ja, der Chart zeigt Ihnen eigentlich alles, was Sie wissen müssen, nicht nur beim S&P 500, sondern auch bei anderen wichtigen Indizes. Nasdaq-Index gestern an der Abwärtstrendlinie gescheitert, Russell-Index noch vor dieser Marke, Transport-Index einen bullischen Fehlausbruch nach oben hingelegt, auch das nicht die besten Voraussetzungen für eine Rallye, und der Volatilitätsindex hat auf einer Aufwärtstrendlinie aufgesetzt und ist dabei wieder zu steigen. Ob das ein größerer Anstieg wird, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das wird wahrscheinlich der heutige Tag zeigen, aber spätestens wenn der Index wieder über 22 Punkte steigt, wäre das ein absolutes Warnsignal. Selbst die 20er Marke wäre schon ein kleines Warnsignal, dass hier am Aktienmarkt was Größeres nach unten sich anbahnen könnte, zumindest ein größerer Rücksetzer. Solange diese kurzfristige Abwärtstrendlinie intakt ist, wäre ich vorsichtig mit Long-Positionen. Sollte die in den kommenden Tagen oder Wochen gebrochen werden, dann muss man sehr genau darauf achten, welche Formationen sich hier ausbilden. Wie gesagt, ich rechne mit sehr volatilen Zeiten. Die nächsten 2 bis 4 Wochen werden kein Zucker schlecken. Danach eher schon, denn danach haben wir einen Trend. Entweder Abwärtstrend oder Aufwärtstrend. So insgeheim hoffe ich immer noch auf eine Jahresendrallye und einen Aufwärtstrend, aber solange nicht mal diese kurzfristige Abwärtstrendlinie hier gebrochen werden kann, sieht das Ganze nicht wirklich prächtig aus. Ja, das Einzige, was dem US-Markt derzeit hilft, ist der rekordhohe Pessimismus. Auch jetzt noch nach dieser Rallye, der ist immer noch ziemlich hoch. Das ist ein stützender Faktor und das könnte dazu führen, dass wir dieses 1820er Tief eben nicht mehr unterschreiten und uns bereits in einem Bodenbildungsprozess befinden. Aber wie gesagt, der wird nicht lustig, der wird wahrscheinlich sehr volatil verlaufen. Dennoch, positive Ansätze sind erkennbar, nur in den nächsten Wochen muss der Index zeigen, dass er es auch wirklich drauf hat. Ja, und bis dahin gilt es, die Füße einigermaßen still zu halten.
Dann verabschiede ich mich für das für die heutige Ausgabe und wünsche Ihnen ein ruhiges Händchen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.